Moin, moin, Menschen mit Cards. Heute spielen wir Dorfromantik. Ein kleines Spiel aus einem, ich glaube, Berliner Studio, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, los geht's nach dem Intro. So, also. Ich habe hier, steht zwar fortsetzen, aber ich habe einfach nur hier Tutorial sozusagen und habe einmal Escape gedrückt. Also habe es noch nicht gespielt. Halte rechte Maustaste gedrückt. Okay, damit kann ich rotieren. Ranzoomen, wegzoomen, okay. Damit bewege ich das. Ja, das habe ich schon gemacht gehabt, siehst du. So, also. Ich kann jetzt hier die Teile quasi, das ist hier wie bei so einem Brettspiel, sage ich mal, die Felder verteilen. Ich kann die auch drehen. Und platzieren. Ja, platzieren wir hier einfach mal so ein Feldchen. Mal gucken, wo wir hier weiterbauen. Vielleicht so, dann können wir noch da oben vielleicht weitermachen. Ja, und was haben wir noch? Gruppen aus Objekten formen, wie Wälder oder Dörfer. Lege Kärtchen aneinander, sodass ihre eingefärbte Kanten aneinander liegen. Ja, also so. Okay. Und da sollte ich jetzt eine Gruppe aus 5 Kacheln bilden. Das Feld hier ist ja egal. Na, dann machen wir hier weiter. Ja, das ist ein bisschen schade, wenn ich es dort hinstellen würde, fast. So? Ja. Weil man will hier irgendwie. Gibt es hier Punkte oder sowas? Habe ich hier aus dem Video gesehen, aus der Erklärung von den Entwicklern. Irgendwie macht man Aufgaben erfüllen, damit man mehr Teile kriegt. Ja, mal schauen, wie sich das hier auswirkt. Ja, wie baue ich denn jetzt den Wald hier hin? Hier unten weiter. Ah, machen wir in die Richtung weiter. So, sehen am unteren Rand. Ja, ich habe 94 Plättchen, dann ist quasi mein Spiel vorbei. Ja. 2 Plättchen platzieren, um fortzufahren. Hier zählt der Wald leider nicht, ne. Zählt hier der Wald mit? Ne, auch nicht. So, auch nicht. Na, schade. Kommen wir mal da weiter. Ich wollte eigentlich den Wald ein bisschen mehr zusammenpacken. So, vielleicht kommt hier nochmal ein dickerer hin. So, jetzt. So, du gewinnst neue Plättchen, indem du Quests erfüllst, die durch Sprechblasen dargestellt werden. Um diese Quests zu erfüllen, musst du die Gruppe um 5 zusätzliche Häuser erweitern. So, das da ist eine Questplättchen. Und so geht es theoretisch schon gar nicht weiter. Da ist abgeschlossen. Ach so. Dann kann ich das auch theoretisch ganz woanders anfangen. Kann ich das so einfach hier oben anfangen? Ist ja egal, wie rum. So, können wir mal hochgucken. So, was passiert jetzt? Hier ist eine weitere Quest. Um sie zu erfüllen, musst du exakt 2 Felder zur Gruppe hinzufügen. Na, hier. Ist doch gleich die 2 zusammen. Perfekt, so. Abgeschlossene Quest, hast du eine Fahne erzeugt. Sie bedeutet, dass die Gruppe geschlossen werden kann, um weitere Belohnungen zu erhalten. Die Feldergruppe ist geschlossen, wenn keine weiteren Felder mehr angelegt werden können. Und wenn ich jetzt hier weitermache? Verbleibende offene Kanten anzuzeigen. Platziere Kärtchen an den leuchtenden Kanten, um diese Gruppe zu schließen und so die Fahnenquest zu erfüllen. Achso, ich darf hier nichts mehr dran bauen. Okay. Hier werden die Felder verschwendet. Hier hätte ich zumindest noch ein bisschen Luft. Ja, komm. Dicke Stadt hier. Machen wir jetzt hier oben weiter. Ah, hier ist leider nichts im Weg. Hier vielleicht. Kriegen wir die zusammen wenigstens. Ich muss hier. Eigentlich darf ich ja hier nichts dran machen, aber ich könnte ja das einfach so lang weitermachen. Ja, passen wir dann noch ein bisschen weiter. Ein einzelnes Haus, so als Randbezirk. Dann machen wir dazu. Dazu. Ah, wäre das Feld schade. Passen die Häuser zusammen? Nö. Hier auch nicht, ne. Ja, der hier passt halt schon nicht ganz, oder?
Das ist nur der Wald. Hier könnten wir weitergehen. Oder einfach hier hinten. Ja, komm, machen wir hier weiter. Häuser mit Wald ringsherum. Komm, machen wir da oben noch ein Stück. Ist aber auch in alle Richtungen hier. Ich muss hier halt zumachen. Kriegen wir die Häuser noch zusammen? So. Was haben wir da eigentlich? Erste Schritte. Deine erste Ausfahrt beendet das Tutorial, um neue Catch freizuschalten. Okay. Schienen und Flüsse haben Zusatzregeln für Platzierung. Ihre Enden können nicht in anderen Landschaftstypen übergehen. Ungültige Plätze werden im Tutorial mit roten Kreuzen markiert. Also kann ich das hier nicht. Ja, kann ich erst gar nicht so reindrehen. Der dreht dann automatisch weg. Jetzt kann ich hier irgendwelche Schienen langlegen. Ah, da geht gar nichts. Okay. Ja. Legen wir das lang? Eigentlich ist das ja, oder? Fluss ist auch so eine Sache für sich, okay. Komm, hier unten irgendwo lang schön. Oh, jetzt haben wir ja von beiden zusammen. Das finde ich jetzt nicht ganz so toll. Das geht ja, dann hängt er doch hier drinnen. Naja. Machen wir hier weiter. Bei jeder Platzierung erhältst du Punkte, je nachdem wie gut du das Kärtchen an die Kanten seiner Nachbar passt. Sammle 100 Punkte, um das Tutorial abzuschließen. Okay. Ja, da geht der Fluss denn nicht weiter wegen dem Schienenkram zusammen. Aber hier passt, naja, da ist das Feld ein bisschen verschwendet. Sonst passt es ganz nett. Oder ich fange halt nochmal woanders an. So, noch mehr Schienen, ne? Da gibt es jetzt nur noch Schienen. Das ist so Quatsch. Dann hängen die ja ineinander, kann ich ja einen Kreis fahren. Ne, dann gucken wir doch hier oben weiter. Wenn ich das nehme, dann bräuchte ich halt nochmal ein kleines Städtchen hier zwischen und kein Wäldchen. Wald können wir da oben mitmachen oder hier hinten. So soll gut sein, dann nehmen wir noch so. Gut, die Kanten ist für mich noch nicht hundertprozentig ersichtlich. Da brauche ich noch ein bisschen Übung sozusagen, um das zu erkennen. Ja, komm. So, 90 Punkte, also noch der nächste Teil wahrscheinlich. Die Schienen sind halt gerade nicht so optimal. So, was haben wir nun? Wenn alle sechs Kanten eines Kärtchens an seine Nachbarn passt, zählt dies als eine perfekte Platzierung, welches aus zusätzlichen Punkten mit einem Bonuspäckchen besteht. Ach, das hier, weil es einfach alles passt. Aha. Oh. Die Windmühle freischalten. Was? Fange ich jetzt neu an? Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Wieso habe ich denn jetzt nur so eine ekligen Stellen? Na komm, machen wir hier parallel. Gott, das sind ja richtig eklige Teile gerade. Nichts, was mir gefällt. Füge mindestens zwei Schienen zu, um die Quest abzuschließen. Ja. Achso, hier passen die Kanten noch nicht so schön, ne. Ist vielleicht auch noch abhängig, wa? Warum leuchtet die Kante und hier nicht? Hier leuchtet sie, hier nicht, aber hier. Ah, okay. Leuchtet die denn auch an den zusammen? So, kann ich jetzt so nicht testen. Doch, der leuchtet auch, also die Farbe ist nicht ganz so wichtig. Okay, na dann bauen wir doch hier hinten ein bisschen weiter. Könnte man hier jetzt mit Felder hantieren, aber hier habe ich ja schon angefangen. Ja, was heißt angefangen, aber. Das ist natürlich doof, dass das dann nicht mehr 100%. Da kommen wir mal hier oben weiter. So, Quest erfüllt. Ach so, hier ist wieder ein Stadtding mit vier weiteren. Okay. Und dann machen wir damit ran. Das heißt, die auch erfüllt. So, Schienen kommen da unten erst wieder. Jetzt habe ich erstmal freie Felder. Machen wir damit. Da passt es halt nicht so toll.
Entweder nach da oben weiter. Oder hier. Ja. Nehmen wir doch da. So, hier können wir den Wald noch zumindest fast abschließen. So, Schienen passen natürlich jetzt hier nicht mehr hin in den beiden Ecken. Aber vielleicht kriegen wir ja hier noch eine Kurve oder sowas. Ja, so bastelt man sich hier immer ein Stück weiter. Cool. Ganz entspannt. Das heißt entspannt, eigentlich will man ja auch mehr Punkte haben. Mindestens einen Baum hinzu. Ja, hier unten denn. Weil dann bräuchte ich ja Baum mit Schiene. Um das dann noch fertig zu kriegen. Na, ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Machen wir so. Das fällt nicht so optimal, ne? Kriegen wir hier noch irgendwo was Vernünftiges zustande? Ich muss ja auch irgendwie die Schienen da noch lang kriegen. Wenn ich da mal weitermachen will. Komm, gehen wir in die Richtung. Oh Gott, komplett Wasser. Gibt's ja auch. Hier ist eine Klippenstadt. Einseitig Wald und dann. Herkommen. Nur so ein kleiner Teich. Geht auch. Ist echt cool, wie sich das so selbst gestaltet. Dass die Teile sich immer so verformen, dass es passt. Ach, hier kann ich nicht wegen dem Schienenkreuz. Bräuchte ich theoretisch was wie eine Brücke, wa? Damit ich da überhaupt noch weiterbauen kann. Da habe ich ein bisschen Mist gebaut. Aber auch nicht so schlimm. Ach, und der passt auch nicht hin, stimmt, wegen den Schienen. Das. 74 weitere Teile. Das soll ein Riesenwald werden, oder was? Und hiermit wird er quasi abgeschlossen, okay? Das heißt, ich muss hier theoretisch irgendwo einen gigantischen Wald hinplatzen. Noch irgendwie im Nachträglich. Na komm, machen wir noch hier hinten. Und immer wenn jetzt Wald kommt, legen wir es vielleicht da lang. Die Felder passen nicht so, aber. Gott, ey. So, jetzt habe ich zumindest das Wasser erfüllt. 42 Teile bloß noch. Ich habe mich so komisch links gebaut, weil ich immer hoffe, dass hier noch irgendwas Geiles kommt. Hier passt der Wald leider nicht, nee. Leider auf der falschen Seite. Der hätte hier sein müssen. Dann läuft die Quest hier ins Nichts. Dann können wir eigentlich auch woanders weiterbauen, oder? Andererseits passt die Schiene so optimal. Ach komm, wir machen hier hinten hin. Passt jetzt denn da was perfekt? Okay. Ja, der Wald passt leider nicht rein. Der passt hier leider nicht rein. Halten wir uns hier so ein bisschen die Möglichkeit offen. Alter, 26 Teile. Muss ja eine Großstadt werden. Uha. Ach so, das ist schon. Geht jetzt in die Stadt so an den Wald mit einem Fluss lang. Okay. Ja, komm, wir machen hier oben nochmal weiter. Ach so, das kann ich nicht drehen, weil das da nicht ran darf. Passt's nicht. Brauche ich hier noch ein Teil, da ein Teil? Könnt ihr irgendwann im Kreis fahren? Voraussetzlich finden wir ein paar Schienenteile, die mir noch helfen, sage ich jetzt mal so. Na ja, komm, machen wir hier oben nur einen kleinen See draus. Also passt das nicht, nee. Aber hier passt's. Dann bräuchte ich ja hier nur eine Kante, wa? Dann ist das abgeschlossen. So. Haben wir da einen kleinen See mitten drin, cool. Es ist so scheiße hübsch, dieses Spiel. Das muss man also mal. Da muss ich wirklich mal loben. Da haben sie schon was Schönes gemacht. Ja, komm. Passt. Nicht so lange drüber nachdenken gerade. Was ist das? Achso, ich brauche 5 Felder zusammen oder was? Oder was sagt die Quest darüber aus?
Ach so, es dürfen nur 5 sein. Und das wäre alles schon zu groß. Das heißt, ich müsste es entweder da machen oder hier drüben. Aber hier drüben wollte ich auch noch den Wald lang ziehen. Nee, komm, wir machen es trotzdem hier drüben. Hier haben wir wieder so eine Flussgabelung und dann die Schienen daneben. Kriege ich aber auch nicht irgendwo so platziert, wie es wünschen würde am besten. So, noch ein Städtchen, was maximal 4 Felder annimmt. Oder exakt 4 Felder. Exakt ist hier das Wichtige, oder? Das heißt. Oder steht da exakt? Das hier ist doch gleich die ganze Stadt. Ich jetzt noch nicht ganz gerafft. So, wir machen den hier drüben ein bisschen weiter. Also hier unten abschließen ein Stück. Weil der soll ja nur 4 Felder groß werden. Also der soll ja nicht so groß werden. Nee, da heben wir uns noch das Kleine da unten auf. Ah, der Fluss ist jetzt gerade ein bisschen bescheiden hier natürlich. Die versauen mir natürlich etliche Sachen. Die vielleicht nicht so optimal gewählt. Alters, was ist das denn für ein Schienenkreuz? So, den habe ich gesagt, würde ich hier hinten irgendwo noch mit platzieren. Na, da wäre besser, wenn die Seite einen Wald hätte. Na, kommen wir mal nach hier unten. Noch ein bisschen mehr Wasser wieder. Einfach einen ganzen Tümpel hinklatschen. Dann sind die Bewohner da abgesperrt. Haben nichts. Oder? War ich denn das hin? Hier oben so eine kleine Seenlandschaft, hier so ein paar Flecken. Komm, hier. Dann kommt da einfach noch was hin. So, hier dürfen wir nur noch eins dran. Dann könnte ich das fast mit einem Wald. Warte mal, passt das so? Ja. Das finde ich gar nicht so doof. Jetzt habe ich auch ganz viele Schienenteile hier unten. Aber jetzt passt der hier rein. Ha! Wald und der ist erfüllt. Perfekt. Muss bloß ein bisschen warten können manchmal. Gut, der passt vielleicht hier nicht so optimal rein. Also, ich hätte eine fette Stadt mit dran. Ja, ist halt abgeschlossen. Schon ein Flussteil. Das ist eben viel mehr hier drüben. Wobei, ob ich nun hier hingucke oder nicht, die Teile kommen ja trotzdem. Kann ich ja nicht verhindern. Aber hier, die kriegen wir zusammen. Kriegen wir vielleicht eine kleine Flussstelle? Naja, nicht wirklich, weil ich ja hier die Schienen dann kriegen muss. Gut. Dann wäre es abgeschlossen, ja. Sieht ein bisschen komisch aus, das Feld hier ohne was. Aber ist ja egal. So, noch mehr Wasser. Noch mehr Wasser. Ach, andersrum passt nicht, nee. Ich kann das nicht direkt da dran bauen, okay. Und den Wäldchen nach hier oben weiter. Halt. Ja, da passt leider der Wald nicht mehr so weiter. Schade. Haben wir noch eine Stelle für sowas? Hier bastelt man sich echt schon ein bisschen in hin. Ja, hier muss noch ein Wasserteil irgendwo mit dran. Das sollte ja hoffentlich, wenn mal eins kommt, nicht so ein Problem ergeben. Passt halt immer bloß ein Teil, ja. Na, hier passen Beete. Da kommen wir mal dazu. Ich brauche dir hier hinten einen dicken Wald. Also machen wir hier mal weiter. Kreis 28 Bäume, okay. Ich denke mal, der braucht gleich ganz viele Teile davon. Na, hier so eine Miniaturstadt.
Achso, dann passen die anderen auch. Müssen noch ein paar Bäume zu. Okay, das sollte nicht so das Problem werden, denke ich. Eher langsam die Städteteile noch zu platzieren. Woran sehe ich denn hier die Quest direkt? Kann ich da irgendwie draufhalten? Was haben wir hier oben überhaupt? Highscore? Zugstrecke? 100 Katschen insgesamt. Okay, weil ich verstehe immer noch nicht die Teile so hundertprozentig. Weil so kann ich es, oder hier kann ich es platzieren. Und hier meckert er rum. Weil die schon zu groß ist denn, oder wie? Hier unten geht's nicht. Ich muss halt irgendwo neu anfangen, wa? Machen wir hier hinten weiter. So, Wald. Den wollen wir hier drüben ja mit dran machen. Es sind immer nur zwei Teile, ja. Oder? Ne, so kriege ich alle zusammen. Oh, was haben wir da? Wasserbahnhof. Okay. Wasserbahnhof. Also einen Hafen sozusagen, so ein bisschen, oder wie? Nö. Mach ich denn das? So. Einfach nur so eine kleine Ranch hier, so eine kleine Farm. Hier, passt wenigstens dran. So, ich habe hier Wasser noch. Das würden wir hier hinten weiterführen, oder? Schon noch so ein fettes Schienenteil, meine Güte, ey. Ich kann nicht, wo die lang liegen soll, alle. Unten irgendwann mal. Naja, wer weiß, ich habe bloß noch 50 Teile. Kommen immer bloß so eine dullen Kreuzungen oft. Also mittlerweile, finde ich. So, machen wir das hier weiter da lang oder in die Richtung? Ach komm, in die Richtung. So, wir haben hier wieder Wasser. Jetzt könnte man das fast verbinden, oder? Na, hier passt bloß das Feld nicht. Aber in die Richtung. Ja, komm, nehmen wir mit. Haben wir dann eine Quest erfüllt? Exakt 4 Häuser hinzu. Dann sind es nur noch 3. Achso. Das ist also theoretisch auch noch mal ein bisschen abzielen. Drin ein einzelnes Feld reinbauen. Ist vielleicht nicht die tollste Sache. Das Feld stört mich halt gerade ein bisschen. Ich könnte hier, aber das wird auch schwierig, das Ganze noch zu verbinden mit einem Wald. Ich kriege das Feld halt auch nicht mehr verbunden, also nicht wirklich. Ich weiß auch nicht mal, wie ich die Schiene hier noch reißen soll. Das kriege ich halt verbunden, aber dann ist auch bloß wieder ein Teil, der Rest passt alles nicht. Ich habe halt keine Stadt mit so viel Wald gerade, nee. Ist hier fast noch das Beste. Oh, noch mehr Wasser? So, Feld mit 2 Häuserlein. Einfach hier, denn habe ich es für die Häuser nicht. Passen immer nur 2 Seiten, ja. Wo ich hätte hier Witz mal einen Cut drinne. Ja, komm. Ist das da Witz besetzt? Hier noch was drin. Da passt das Feld oder nicht? Wobei hier passt das sowieso nirgends mehr hin. Da hätte ich wenigstens einen Abschluss. Ja, komm. Bilde eine Zugstrecke mit mindestens 10 Schienen. Oh, eine Lok. Fährt die denn da auch rum? Mich mal interessieren. Weil so ist es ja relativ. Nein, es ist relativ statisch. Ja, es ist halt ein paar Möwen und ein paar Vögel rumfliegen. Aber das wär's dann auch schon wieder. Hier müssen noch ein paar mehr Häuser zu. Darum wäre es jetzt dumm, das hier fertig zu machen.
Ist ja bloß ein mikroskopisch kleiner Wald, denn ja. Komm, machen wir unten weiter. Wasser. Mit beidseitig. Häuserlein. Könnt ihr auch fast wie drüben noch mal ein bisschen. Na. Passt ja nur die Hälfte wieder. Da passt ja nur die Hälfte. Guck mal, was wir drüben hier noch ergeben. Hinbekommen, meine ich. So, was sich das ja ergibt. Na, stimmt zumindest zwei Seiten überein, ja. Hier bräuchte ich halt größere Teile dafür. Hier passt relativ viel. So, wieder Wasser. Auch hier noch mehr Wasserteile an sich. Das passt super. Perfekt. Ha, geil. Insgesamt 100 Plättchen. Ja, das wird man noch hinkriegen. Bilden Gewässer mindestens 15 Größe und eine Zugstrecke 25, Alters. Ich bin so weit auseinander. Also, hier ist nur ein Teil verbunden. Ich warte immer auf irgendwas Perfektes, was es irgendwie nicht gibt. Ich glaube, ich warte zu viel auf bestimmte Teile. Brauchen wir hier noch 19 Bäume hinzufügen. Ich kann jetzt wieder rumprobieren hier ohne Ende. Komme ich aber nicht voran. So, komm. Haben wir zumindest mal ein paar Schienen fertig? Achso, das ist hauptsächlich Wald. Moment, ein Stück näher ran. Also so? Passt das bloß mit dem Haus unten nicht. Aber zwei Teile passen da. Passt der hier auf immer perfekt. Cool. Also nachträglich zählt es auch noch. Ja, warum sollte es auch nicht eigentlich? Okay, hier müsste ich theoretisch also eine Seite haben, wo eine Seite Wald ist und zwei Häuser. Ich habe aber... Ja, so passen drei Teile, Jakob. Dann ist der Wald da eben zu Ende. So, jetzt haben wir hier wieder Schienen mit Feld. Mal im Kreis fahren. Ach, kriege ich so nicht dran, nee. Verdammt. Habe ich sonst noch irgendwo Schienen bisher angefangen? Nicht, nee. Bis hier durch den hier hinten in Feld. Ein spezielles Kästchen zu entdecken. Das reizt mich jetzt aber. Haben sie mich hier hinten noch abgeholt? Jetzt will ich hier hin. Hier und auf ein großes Feld warten. Da, zack. Auf ein großes Feld warten, danach ist es pretty gewesen. Da habe ich in dem Moment ja auch nicht hingeguckt. Ja, da bin ich noch nicht so drinne. Kleines Wäldchen mit einer kleinen Lichtung, ist doch hübsch. So, hier oben wird fette Häuser weiterhin, ja. Da passen leider nie alle Teile, ne? Egal. Passt immer hier noch was dran? Komm, wir wollen ja noch da drüben kommen. Da ist hier noch ein kleines Häuschen mit dran. Ja, Schienen können wir hier auch weiterschieben. Ich will nach da drüben. Die Stadt muss ja hier auch nicht unendlich groß werden, zumal hier Wasser daneben ist. So.
Warte mal. Nee, kriege ich so nicht mehr zusammen. Jetzt haben die hinten wenigstens auch schon mal eine Mühle. Nö. Da muss also nur eine Wiese rein. Ah, da passt das Feld wieder nicht. Aber hier passt es ganz hübsch. Oh Gott, was ist das schon wieder für eine Weggabelung hier, ey? Warte, also, wenn wir hier schon bei ekligen Weggabelungen sind, kriegen wir das nicht irgendwo hier hinten noch mit reingebastelt? Ja, komm da. Das ist erstmal weg. Aus den Augen, aus dem Sinn sozusagen. Hier unten noch mit dem Fluss weiter. Oh Gott. Langsam wird's eklig. Egal, komm. Ich würde ja gerne hier drüben mal weiter fortführen mit dem Fluss, aber irgendwie. Lavendelbiom, okay. Da habe ich quasi die lilane Wälder denn. Ja, auf der einen Seite müsste noch ein Feld hin, aber das habe ich nicht. Ja, ist das Feld halt dort zu Ende. Guck hier. Nochmal perfektes Teil. Oh, gleich alle perfekt. Bringt ja richtig Punkte hier. Cool. Da haben bestimmt Leute schon Milliarden Punkte gemacht oder so, weil da irgendwelche Typen den ganzen Tag nichts zu tun haben. Ja, gibt's hier nicht allzu viele Wendungen. Dann habe ich den Ding hier, wenn sie fertig. So, ich habe Wald. Mit einem kleinen Städtchen-Teil dran. Hast du das alles schon abgeschlossen, ja? Hier kann ich also fortführen. So, hier haben wir auch noch ein einzelnes Häuschen. Hier kommen, nehmen wir das auch mit dran. Hier noch ein kleines Eckchen. So, das schließt aber mal den Wald schon ab, ja. Ah, nicht schlimm. So, hier haben wir wieder Flussteil. Ja, ich würde gerne auf der einen Seite halt eine Stadt haben und nicht immer die Bäume noch dazu. Ist das, was mich gerade hindert, da drüben weiterzumachen? Passt aber auch in keine Richtung, so wie ich es gerne hätte. So vielleicht. Ha! Wahrscheinlich ewig rum überlegen. Ich bin kurz vor dem Teil. Mir fehlen auch nicht mehr Fälle. Ich jetzt wüsste, was das für ein Teil ergibt. So, zumindest das Feld erstmal fertig geworden. Ach verdammt, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, dass hier noch mehr Fluss ist. Noch mehr Stadt. Gut. Noch ein bisschen Wald und der grenzt schon wieder ab, oder? Wo? Ich könnte den da oben fortführen. Oder in die Richtung. So, wieder Felder. Eine große Nahrungsproduktion. So, was haben wir denn da Schönes? Ist eine Quest auch mit Feldern. Gut, aber jetzt habe ich erstmal Wald. Den können wir hier oben fortführen. So, weil die Quest von den Häusern noch relativ viel werden muss, wa? Sich nicht. Also ich brauche irgendwie 14 Gebäude oder hier oben geht's nicht, weil das schon denn abschlossen. Ach ne, noch zwei dazu denn. Nur denn so, oder? Ich brauche halt da oben noch einen Stadtteil halt wieder. Okay, hier können wir noch Wald fortführen oder einfach hier. So, wir sollen ja hier die Felder jetzt zusammenbasteln, dann machen wir das auch. Was haben wir jetzt noch? Nur ein normales Wiesenteil. Passt das leider nirgends perfekt? Ne, hier oben vielleicht?
quasi aus dem Augen, aus dem Sinn. Hier, das passt doch ganz nett. Mal gucken an. Ist die Stadt auch fertig? Ah, hier gibt es halt keine Schienen mehr, die ich fortführen kann. Das ist natürlich kaputt. Genau wie hier. Habe ich ein bisschen scheiße gebaut. Läuft nicht so schön. Manche Stellen, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so, so zu machen, wa? Das ist immer so ein Kompromiss. Hier oben ist noch relativ viel dran, da kann ich nicht gebrauchen, wenn ich das jetzt komplett dicht mache. Anders wie hier drüben. Oh, jetzt haben wir nochmal so ein Wasserteil. Jetzt hat er seine Schienen miteinander verbunden, okay. Bringt das was? Komm, machen wir einfach. Nee, das passt ja doch nicht. Schade, ich habe gehofft, dass das hier drüben noch dran. Obwohl. So vielleicht. Noch ein bisschen Wald loswerden hier. Komm. Muss ja nicht nur hier oben immer Wald sein. Kann auch woanders noch ein bisschen Wald sein, oder? So. Ach, diese Teile, wo gleich drei Sachen dran sind, ist echt übel. Oder hier noch mehr. Ich dachte so wegen dem Flussteil, ja. Ja, was soll ich sagen? Hier einfach mal so eine Stadt, die sich so lang schlängelt. Ein verrücktes Schienennetz, irgendwelche Flüsse. Hier oben noch ein bisschen Stadt und hier hinten nur Feld. Ja, denn hier Wasser, also. Das ist schon eine interessante Kombination. Hier muss ja der Fluss eigentlich auch noch irgendwo weitergehen. Wisst ihr auch nicht, wie ich das nur anstellen soll. Ja, das grenzt jetzt halt schon mal wohl ein Stück ab, ja. Teile, so viel ist es ja nicht mehr, verdammt. Ich glaube, ich blockiere mich langsam. Hier oben wohl ein bisschen mehr Möglichkeiten, allerdings das ist echt schwierig jetzt. Hä? Ach, hier reichen ja die Möglichkeiten. Gut, die Linie passt halt wieder nicht lang. Oh, Busstadtteil. Da brauche ich echt noch viel. Kriegen wir das hier oben noch mit dran? Dann brauche ich fast nichts dazu, okay? Ich muss halt eigentlich mal ein paar Quests wieder erfüllen, oder? Brauche ich Felder, hier brauche ich Wasser, hier brauche ich Häuser. Weitere Schienen haben wir gerade alles nicht. Mehr Bäume. Viel mehr Bäume. Kriege ich leider nicht so unten dran, wie ich es wollte. Hier einmal im Kreis. Das ist auch nicht. Ah, verflucht. Die Wasseraufgabe wenigstens 5 Teile mehr.
Ich brauche echt langsam. Ich habe auch ja Probleme jetzt. Mach Wald. Wald. Du kannst mich noch ein bisschen retten hier, oder? Wieder eine Quest, wieder ein paar Teile. Es neigt sich dem Ende. Oh Gott. Es kommt ja fast Stress auf. Klar kann ich jetzt hier ewig sitzen und überlegen, wo ich was perfekt hinplatzieren kann. Aber ich glaube, das ist dann auch stinklangweilig. Also fürs Zuschauen, nicht für einen selbst. Weil hier will man ja immer weiter optimieren. Gucken einfach so ein bisschen, ein paar Fleckchen noch, ein bisschen hübsch machen auch. Noch 19 Felder, das schaffe ich mit Detail noch nicht mehr. Ich muss also irgendwie die. Habe ich noch eine Stadtquest? Da oben. Verdammt, wenn ich das platziere, versaue ich mir die Quest. Shit. Na, vielleicht kriegt man das nach unten noch verbunden. Ich glaube nicht. Ich jetzt doch nach hier unten noch mal gucken sollen. Hier drüben. Sie beendeten das da immer. Quest abgebrochen. Aber warum? Was ich meine, ich weiß nicht mal genau, was sie da wollen. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Mindestens 12 Wassersegmente zu, um die Quest zu erfüllen. Okay, hier muss ich einfach nur eventuell verbinden oder sowas. Aber hier steht einfach Quest erfüllen. Ach so, ja, aber. So. Dann ist sie eben erfüllt. Einfach weil ich es abgeschlossen habe, oder wie? Also, dass ich da nicht zu viel hinbaue wieder. Nur so eine bestimmte Limitierung. Nur so und so viel darf hier sein, sozusagen. Das sieht fast so aus, als ob wir hier eine Verbindung kriegen. Ah, dann haben wir noch. Gut, noch 8 Teile, aber hier haben wir noch mal, noch mal ein paar rausgeholt. Halt keine Waldquest gerade, ne? Oh, jetzt habe ich die Quest versaut, ja. Ah, hier kann man ja rückgängig machen. Weil hier noch 6 bzw. noch 14 Teile dran müssen. Und das hätte das jetzt quasi geschlossen. Häuser, noch 7. Können wir also einfach hier hinbauen. Gut, die Schienen kriegen wir hier nicht mehr fertig. Weil hier muss ja bloß noch eine dran. Hä? Achso, noch eine. Naja, dann, So einfach. Gut, oh Gott, noch 13 Teile. Wird noch ein bisschen den Hintern gerettet. So, Wasser müssen wir auch noch fortführen. Das heißt, wenn ich. Krass, sieht das cool aus. So. Dann haben wir auch noch die Quest erfüllt. Was müssen wir hier noch machen? 15 Wasserteile. Ja, haben wir gerade nicht. Den Wald vielleicht noch ein bisschen fortführen. Perfekt. So, ich darf hier noch. Brauche hier noch ein bisschen was dran. Besonders an dem da. Oh, es kommt ein Zugteil. Das ist gleich eine Quest. Schade, dass ich hier nicht so einen Bahnhof oder so setzen kann. Vielleicht schalte ich sowas ja noch frei. So, hier einfach nur ein kleines Feldteil. Na ja, komm.
Häuschen noch mit drin. So. Hier haben wir Wasser. Okay. Brauche ich noch mehr Wasser? Ach, hier kann ich so Schienen komplett langlegen. Könnte das damit verbinden? Also ein bisschen Wasser mit. Okay. Gut, aber wir wollen ja die Schienen hier noch fortführen. Ja, hier so eine Schiene mit Feld ringsherum wäre cool, aber ich glaube, das habe ich, also habe ich bisher noch nicht gesehen. Oh, hier ist so ein Wasserende. Oder ist das eine Kurve? Das sieht teilweise so aus, als wenn es so ein Endstück wäre, aber ist es wohl nur an bestimmten Stellen hier zum Beispiel. So könnte es aber weitergehen. Okay. Hier brauche ich wieder eine Stadt mit 22 extra Häusern. Hat sie ja schon. Müsste ich bloß platzieren, oder? Ich platziere es hier oben mit dran. Ach, ist denn zu groß, oder wie? Wieso ist das hier unten fertig? Ist mir egal, warum das fertig ist. Ich mach's jetzt. So. Dann haben wir wieder ein paar Teile. Haben wir uns noch gerettet. Weil es beendet ja, wenn es vorbei ist. Das weiß ich. Ist ja logisch, wenn es vorbei ist. Nur noch 16 Stapel. Sind aber auch alles schon komplexe Teile. Ist aber auch immer genau falsch rum. Ja, wie man es platziert. Noch mehr Schienen? Ich hätte gerne mal ein Schienenende. Wald. Platzieren könnten, um diese Gruppe zu schließen und Fahnenquests zu erfüllen. So. Ich muss den Wald hier irgendwann mal abschließen, oder wie meinen die das? Platziere Kerzen an den leuchtenden Kanten, um diese Gruppe zu schließen. Welche ist denn hier noch eine leuchtende Kante? Ach, da, da und da. Ach so. Die wollen also, dass ich das zumache. Ja, ich mache das halt immer erweitern dadurch. Ist gar nicht so leicht, die Gruppe abzuschließen. Okay. Ignorieren wir das erstmal. Ich habe ja nur noch 12 Teile. Müssen wir ja auch noch irgendwo anders was rausholen jetzt. Der dicke fette Wasserbahnhof hier. Das könnte ich auch reinklatschen. Cool. Cool. Ist immer noch nicht beendet. Geht ja dann immer noch weiter, der Wald. Ich brauche ja auch noch aus viel Wald hier. Um die Quest da zu erfüllen. In dem Sinne ist das ja, wäre das ja dumm, wenn ich das eigentlich beende. Nur noch 5 Teile, ey. Und muss halt irgendwie noch was abschließen. Irgendwie muss ich hier noch das mit 2 Teile zumindest hinkriegen. Aber es sieht nicht so aus, als wenn hier gerade noch Felder kommen. Das heißt, es ist gerade egal, wa? Wenn das die letzten 3 Teile sind. Ich kein Feld mehr reinkriege. Bin ich hier gerade futsch.
Verdammt, Wald kriegen wir nicht mehr zusammen, Wasser kriegen wir nicht mehr zusammen. Nur ja, 1. Mai, ich habe ja keinen Vergleichswert. Gut. Ja. Kann man noch raussuchen, ja. Ist doch ganz hübsch geworden. So ein bisschen aus dieser Insel. Also, wenn man jetzt das Weiße auch noch als Wasser sehen würde. Hier total schienenmäßig, hier total feldmäßig, hier waldmäßig. Und hier so ein bisschen Stadt. Also. Gut, mit den ganzen Symbolen muss ich noch ein bisschen. Manchmal will er ja quasi, dass es beendet ist. Hier ein 2 plus heißt noch mindestens. Und hier heißt es irgendwie exakt. Also wenn das mit einem Plus ist, kann ich da mehr klatschen. Wenn da dieser Pfeil ist sozusagen dran, dann muss ich darauf aufpassen. Der Rest hätte jetzt alles erweitert werden können. Gut, beim nächsten Mal weiß man das. Die schaltet man quasi immer neue Sachen frei, kann Kreativmodus spielen. Rückgängig? Nee, Quatsch. Okay, so wird es wieder losgehen. Gut, dann war's das mit der Folge erstmal. Bis nächste Mal. Ist ja jeden Tag ein Video, also bis morgen. Ja, danke fürs Zuschauen. Lasst mal einen Daumen da oder sowas. Kommentare wären ganz nett, damit ich mit euch schreiben kann, ein bisschen Kontakt habe. Gut, dann bedanke mich. Ciao, ciao.